Ihr Lieben, es ist schon ein paar Tage des Dezembers vorbei und ich kam einfach nicht zum Drehen. Das heißt, der Lesemonat hat noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ich hoffe, ihr habt nicht zu sehr gewartet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt endlich Zeit gefunden und deswegen drehe ich jetzt den Lesemonat Dezember ab. Ich denke, das ist klar, denn das steht in der Überschrift. Ich habe es geschafft, 12 Bücher zu lesen. Das ist noch relativ gut, obwohl ich nicht ganz so zufrieden damit bin. Also ich war schon Mitte des Monats so enttäuscht, weil ich nicht gesehen habe, dass ich über die zweistellige Zahl hinauskomme. Ach Quatsch, hinauskomme, dass ich nicht zu der zweistelligen Zahl komme, weil irgendwie ich zu nichts kam und auch nichts zum Lesen. Aber 12 ist dafür schon extrem gut, also damit kann ich eigentlich zufrieden sein. Obwohl ich das irgendwie nicht bin, ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil ich mein One-to-Read nicht geschafft habe. Deswegen habe ich im Dezember extra weniger drauf getan, was auch noch mehr als genug ist. Auf jeden Fall stehen hier aber 14 Titel, denn ich habe noch zwei kurze Kurzgeschichten quasi am Ende reingeschoben, damit ich euch mehr zu erzählen habe und weil ich sie lesen wollte. Das macht insgesamt 5.326 Seiten und pro Tag wären das so ungefähr 177,5 Seiten, was auch schon eine Menge ist. Von daher kann ich eigentlich zufrieden sein. Ich kann mehr als zufrieden sein. Ich habe auch zum Glück nichts abgebrochen, worüber ich auch zufrieden sein kann. Und quer gelesen habe ich auch nur ein Buch, also so ein bisschen überflogen. Und deswegen, ja, das macht das alles wieder relativ. Also ich kann eigentlich zufrieden sein. Ich weiß gar nicht, wieso ich es nicht bin. Aber vielleicht, ach, ich weiß nicht. Ich habe auch viele gute Bewertungen, also mehrere 5-Sterne-Bewertungen in dem Monat gehabt, auch viele 4-Sterne. Es sind insgesamt durchschnittlich 4 Sterne geworden diesen Monat und das ist doch auch ziemlich gut. Ich versuche mich ein bisschen mehr zu freuen. Es gibt auf jeden Fall 5 Rezensionen und ein Leseemotionen-Video, die verlinke ich euch alle zu den passenden Büchern wie immer in der Infobox. Ich habe insgesamt ganze 5 Subbücher gelesen, plus die 2 Kurzgeschichten, was E-Books sind. Aber das ist schon ziemlich gut. 5 Subbücher finde ich gut. Ein Bibliotheksbuch nur, obwohl ich mir 2 vorgenommen habe, aber das ist okay. Ist ja nur ein Bibliotheksbuch. Und 5 Reads-Exemplare, das macht 11 und das Read-Challenge-Buch macht 12. Plus die 2 Kurzgeschichten, alles klar. Dann fangen wir einfach mal vorne an, so wie ich es immer mache. Angefangen hat mein Monat mit einem Buch, das ich aus dem Oktober noch mitgenommen habe in den November. Und zwar ist das Hüter der Dämmerung von L.A. Waverly. Ist der 2. Band dieser Engel-Trilogie, glaube ich. Obwohl der 3. wahrscheinlich nicht mehr übersetzt wird. Ich muss den wohl auf Englisch lesen. Ich mag die Trilogie nämlich unheimlich gern. Ich mochte den 1. Band total und ich mochte den 2. auch. Ich habe dem jetzt 4,5 bis 5 Sterne gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man ein Buch anfängt zu lesen und der Schreibstil und alles und die Charaktere einen einfach so reinzieht, dass man das total liebt, einfach die Atmosphäre und da drin zu sein. Deswegen würde ich dem gerne 5 Sterne geben. Aber es gab so die ein oder andere Situation, Entwicklungen, vor allem diese blöde Dreiecksgeschichte, die unbedingt noch reingepresst werden musste, obwohl die auch schnell wieder aufgelöst wurde, aber trotzdem kam sie immer wieder auf und das hat mich einfach genervt. Wisst ihr, was ich meine? Das musste einfach nicht sein, aber trotzdem liebe ich diese Geschichte, liebe ich die Charaktere, liebe ich die Atmosphäre und ich war einfach drin. Deswegen weiß ich nicht, was ich dem an Sternen geben soll. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber es sind so 4,5 bis 5 Sterne. Auf der einen Seite hat es mich total mitgenommen und ich mochte es. Wie gesagt, ich war total drin und ich liebe diese Trilogie. Aber trotzdem war ich halt so ein bisschen enttäuscht, weil es halt diese Szenen gab, die ich nicht mochte. Und deswegen bin ich gespaltener Meinung über dieses Buch. Aber ich kann die beiden Bücher auf jeden Fall empfehlen und ich finde es schade, dass der 3. nicht mehr übersetzt wird. Und ja, trotzdem muss ich es mir irgendwie auf Englisch besorgen, denn ich will es zu Ende lesen. Dann zum nächsten Buch gibt es eine Rezension und zwar ist das Herz verloren von Simone Elkeles. Es hat 317 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Übrigens hat dieser fette Klopper 617 Seiten, deswegen musste ich es noch Mitte November nehmen, weil es einfach zu viele Seiten hat und ich nicht durchkam im Oktober.
So, jetzt zurück zu diesem Buch. 4 Sterne. Dazu existiert eine Rezension. Deswegen nicht mehr allzu viel dazu. Ich fand das okay. Ich fand es aber nicht so, dass es das Rad neu erfunden hätte. Aber das ist bei Liebesgeschichten allgemein irgendwie ziemlich schwierig, weil die ja alle sehr ähnlich sind. Aber es hat mich jetzt emotional auch nicht so berührt, nicht so stark mitgenommen. Ich habe es ganz gerne gelesen. Es war eine süße Geschichte und war auch so ein bisschen dramatisch, so wie es bei Simone Achilles immer ist. Aber es war jetzt nichts Herausragendes. Man kann es lesen, wenn man Lust drauf hat, aber ich würde das jetzt nicht so auf die Must-Read-Liste setzen. Also muss man nicht unbedingt, kann man aber sehr gerne machen. Ist eine nette Lektüre für zwischendurch. Dann habe ich ein Buch gelesen, worüber ich schon so gespannt war, weil so viele es gehypt haben. Und zwar ist das Wesen Flirt mit Nerd von Leah Ray Miller. Hat 349 Seiten und hat von mir natürlich 5 Sterne bekommen. Es ist allerdings nicht mein Monatshighlight und ja, das macht mich so ein bisschen betrübt. Ich mochte es gerne und ich kann auch echt überhaupt nichts an diesem Buch bemängeln. Es war total schön, es war nerdig, es war süß und diese Liebesgeschichte und all das, es war eine super Mischung. Mein Problem war einfach nur, dass dieses Buch so überhyped war, dass ich so den riesen Bang erwartet habe und dann war es nur ja, eine süße, nette Geschichte, an der ich nichts auszusetzen habe, aber es hat einfach meine Erwartungen vielleicht nicht ganz erreicht, weil die Erwartungen halt viel zu hoch waren und das war einfach das Problem an diesem Buch. Also es ist ein sehr, sehr gutes Buch, ich würde es auch jedem empfehlen. Aber wartet einfach bei allen Büchern, egal wie gehypt die sind, nicht allzu viel. Denn dann können sie euch nicht überraschen, dann können sie euch noch mitnehmen, dann können sie euch noch total euphorisch hinterlassen. Aber wenn ihr die Latte super hochlegt, selbst wenn das Buch dann da rankommt, ist es nicht mehr ganz so toll, weil es die Latte halt nicht noch höher legen kann. Und deswegen, es ist ein super tolles Buch, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist fantastisch, aber die Erwartungen waren einfach viel zu hoch und das ist so schade. In Zukunft müsste ich mal vergessen, wer alles das hypt und es auch nicht im Hype lesen, sondern vielleicht irgendwann später, ich weiß es nicht. Das macht mich wehmütig. Das ist ein Teil dieses Lesemonats, des Novembers, wieso ich nicht ganz so erfreut über den Lesemonat war. Nicht nur, dass es 12 Bücher waren, sondern halt auch, dass es solche Bücher drin waren, die 5 Sterne gekriegt haben, aber ich nicht euphorisch sagen kann, dass sie super toll sind, sondern dass ich es gern gelesen habe, aber dass meine Erwartungen einfach zu hoch waren. Und das ist so schade. Aber es kommen ja noch Bücher, über die ich euphorisch bin, zumindest ein Buch. Von daher, lest es, falls ihr Lust habt. Erwartet aber nicht allzu viel, dann kann es euch auf jeden Fall mehr überzeugen und mitnehmen als mich. Dann, ein weiteres Buch, das auch einigermaßen gehypt wurde, aber es gab auch kritische Stimmen und deswegen habe ich vielleicht nicht allzu viel erwartet. Es war auch komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Und zwar ist das Red Rising von Pierce Brown. Ist auch ein Rätsel-Exemplar gewesen, deswegen gibt es dazu auch eine Rezension, die verlinke ich euch, wie gesagt. Deswegen auch dazu nicht mehr allzu viel. Es hat 558 Seiten und hat von mir 3,5 Sterne bekommen. Es war, wie gesagt, anders, als ich es erwartet hätte, weil auf dem Klappentext und sonst auch wurde gesagt, dass es halt um so eine Rebellion geht und um eine Infiltration von innen so. Und das wurde hier auch angedeutet und angefangen, aber der Großteil dieser Geschichte spielt in so einer Art Wettbewerb, Schule. Es ist quasi so eine Art Arena-Kampf wie in Panem, nur ein bisschen größer und ein bisschen strategischer, ein bisschen kriegsmäßiger und es gewinnen mehr Leute als nur einer. Und dementsprechend, damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Deswegen war es halt anders, als ich es erwartet habe. Es war auch teilweise so ein bisschen für mich zu unemotional, obwohl schon ein paar emotionale Stellen drin waren. Aber es war für mich halt ein bisschen sehr strategisch in diesen Momenten halt. Und deswegen war es okay. Ich habe es ganz gerne gelesen, mit 3,5 Sternen bewertet. Aber es hat mich jetzt nicht umgehauen. Mal gucken, was mit dem zweiten Teil sein wird. Es ist auf jeden Fall auch ziemlich fett und ich habe es nicht geschafft, es ohne Leserille zu lesen, was natürlich nicht so schön ist. Aber okay. Dann
habe ich das Buch gelesen, das mein Monatshighlight ist und ich jetzt leider nicht da habe, weil es mein einziges Bibliotheksbuch war und das ist irgendwie ein bisschen schade. Es ist mein Monatshighlight, aber es ist das einzige Buch, das ich nicht zu Hause habe. Irgendwann müsste ich es mir vielleicht nachkaufen. Und zwar ist das, ich blende es jetzt hier ein, wo steht denn das? Da, Liebe verletzt von Rebecca Donovan. Und das hat 542 Seiten und hat von mir natürlich ganze 5 Sterne bekommen. Auch das wurde schon positiv bewertet, also auch quasi gehypt, ein bisschen, zumindest von Jesse. Aber stand Thriller drauf und deswegen habe ich nicht allzu viel erwartet, weil Thriller nicht immer so meins sind. Und dann habe ich es gelesen und das war fantastisch. Und das ist der Unterschied zwischen diesem Buch und Flirt mit Nerd, denn davon habe ich nicht allzu viel erwartet. Ich dachte mir, im besten Falle ist es eine ganz nette Geschichte und ich kann damit nichts falsch machen. Und dann hat es mich umgehauen. Und das ist der Unterschied. Und das war super an diesem Buch. Es steht zwar Thriller drauf, es hatte auch Thriller-Elemente, aber es war mehr so eine dramatische Geschichte. Es war mehr so Drama mit ein bisschen Liebe drin. Und das fand ich echt super. Ich fand die dramatischen Stellen schockierend und mitnehmend. Und ich fand die Liebesgeschichte total niedlich. Und das hat einfach die Mischung ausgemacht, die mir total super gefallen hat und ich möchte die weiteren Bände auch noch lesen. Es gibt noch 2 weitere und ja, das ist der Unterschied. Ich habe nicht zu viel erwartet und es konnte mich umhauen und deswegen bin ich total euphorisch. Deswegen, das ist gut gelaufen bei diesem Buch. Deswegen 5 Sterne, ich kann es auf jeden Fall absolut empfehlen, wenn ihr Lust auf sowas habt, auf eine dramatische Geschichte über häusliche Gewalt und darüber, wie einem Liebe vielleicht daraus helfen kann oder zumindest es aushalten lässt, dann lest dieses Buch, aber wartet nicht zu viel. Dann kann es euch euphorisch hinterlassen wie mich. Wie gesagt, es ist immer so das Problem mit gehypten Büchern, wenn man viel zu viel erwartet, dann können sie einem leider nicht mehr so überzeugen. So, nächstes Buch war dann leider auch mein Monatsflop, direkt hinterher gelesen. Seltsamerweise. Und zwar war das hier Make It Count, der erste Band Gefühlsgewitter von Ellie Taylor alias Anne Freitag. So sieht die Wertedame aus. Und es hat 263 Seiten, zum Glück nur so wenige, und hat 2,5 Sterne von mir bekommen. Auch das, dazu gibt es eine Rezension, da erkläre ich sehr ausführlich, was mir daran nicht gefallen hat. Aber allgemein war es für mich so die Schiene von Bad Romeo, Broken Juliet und was hatte ich denn noch genannt? Also alles, was so in die Richtung geht, was sich viel mehr mit der sexuellen Anziehungskraft der beiden Personen beschäftigt und weniger um deren Beziehung zueinander oder dass sie sich kennenlernen oder so. Alle, die sowas mögen, werden auch das hier sicherlich mögen. Ich bezeichne es nicht als schlechtes Buch, denn es wird, wie gesagt, sicherlich viele zusagen und viele werden es mögen. Aber für mich ist das einfach gar nichts, wenn die Protagonisten so gut wie überhaupt nicht miteinander reden, sondern sich nur in die Augen gucken und sich direkt bespringen wollen, obwohl die Protagonistin eigentlich eine Jungfrau ist. Ist das für mich viel zu unrealistisch, so gesehen. Und ich finde es einfach übertrieben. Ich finde es oberflächlich, dass alles immer auf diese sexuellen Handlungen runtergebrochen wird und es ist nicht meins. Es ist nicht so gut, sehr meins. Ich habe jetzt den 2. Band auch bekommen, ist von einer anderen Autorin. Ich hoffe, es ist viel tiefgehender und viel, viel mehr emotional als das hier, nicht so auf die oberflächliche sexuelle Ebene gezogen. Aber wenn es das auch ist, ist die Reihe nichts für mich, dann werde ich die nicht mehr weiterlesen. Ich werde auch von der Autorin die weiteren Bände nicht lesen, wenn dann nur von der anderen. Aber ja, nicht meins, aber vielleicht was für euch. Kommt halt darauf an, ob ihr sowas steht oder nicht. Dann habe ich 2 Bücher von derselben Autorin gelesen, aus derselben Reihe. Und zwar zuerst natürlich den ersten Band Wer braucht schon Liebe? Ja, von Denise Deegan. Und den 3. Band, Wer sucht schon das große Glück, von Denise Deegan. Der 1. Band hatte, wo steht denn das? Wer braucht schon Liebe? Hier 382 Seiten und dieser hatte 367 Seiten. Ist also nah beieinander.
Problem war, dass ich den zweiten Band nicht hatte und deswegen den überspringen musste und deswegen am Anfang des dritten Bandes total gespoilert wurde, was den zweiten Band angeht. Also macht es nicht so wie ich. Zu diesem Buch gibt es eine Rezension, die verlinke ich euch. Ich erzähle auch so ein bisschen was über dieses Buch und wie ich allgemein die Reihe finde. Von daher auch jetzt wieder nicht allzu viel zu diesen beiden Büchern. Nur, dass es mich leider nicht so umhauen konnte, wie ich es mir erhofft habe. Wer braucht schon Liebe, hat 3 Sterne von mir bekommen. Und Wer sucht schon das große Glück, hat 3,5 Sterne von mir bekommen. Ich fand es ein bisschen besser als den ersten Band. Den ersten Band, da mochte ich auch die Protagonistin nicht so gerne. Ich mochte die Entwicklung der Geschichte nicht. Ich mochte es nicht so sehr, dass sich alles in den Nebenhandlungen verloren hat und die Protagonistin so zickig war und sehr pubertär und irgendwie nicht wusste, was sie eigentlich will, und auf jeden Fall mochte ich das nicht so gerne, aber es war an sich okay. Und im dritten Band wusste ich ja schon, was mich zu erwarten hat, dass er so ein bisschen pubertär ist und dass es sich sehr gerne in den Nebenhandlungen verliert, vor allem in den Geschichten der beiden Freundinnen. Es geht ja hier um 3 Freundinnen und deren Geschichte wird quasi über diese 3 Bände erzählt. Eigentlich sollte es sich in jeweils einem Band auf eine Protagonistin davon beschränken, aber es wird halt sehr noch detailliert das Leben der anderen beiden noch dazu erzählt. Und deswegen, wie gesagt, verliert es sich so ein bisschen in der Nebenhandlung. Aber ich fand auch, worum es hier drin geht, viel interessanter. Es geht hier nämlich um Mobbing, wie man damit umgeht. Und hier ging es einfach das Typische irgendwie, wenn man die Mutter verliert, wenn sie stirbt, wie geht man damit um? Und damit ist sie auch nicht so gut umgegangen. Und hier mochte ich Rachel einfach auch ein bisschen lieber. Deswegen den halben Stern mehr. Aber beides hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Das hat mich nicht so sehr emotional mitgenommen. Ich fand es okay, aber ich müsste das jetzt nicht noch einmal lesen. Dementsprechend guckt euch die Rezi vielleicht noch an, obwohl ich jetzt schon ziemlich viel gesagt habe. Dann habe ich mein Re-Challenge-Buch gelesen. Dazu gibt es ja die Leseemotion. Deswegen sollte ich auch nicht so viel dazu sagen. Trotzdem werde ich wahrscheinlich gleich wieder so viel sagen. Zwei Türkisgrüner Winter von Karina Bartsch. Das ist der 2. Band dieser Dialogie und hat 463 Seiten und hat natürlich 5 Sterne von mir bekommen, weil ich die Dialogie liebe und weil ich es deswegen auch nochmal gelesen habe, weil ich sie liebe. Und nicht alle kommen mit Emily klar, viele finden sie so ein bisschen zickig und so und nervig, aber ich finde sie eigentlich angemessen dem, was ihr angetan wurde, und ich mag auch ihren Humor, ihren sarkastischen, ironischen Humor, und ich mag die Bücher einfach unheimlich gerne. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ihr Lust auf die Geschichte habt, lest einfach selber mal rein, aber fangt mit dem ersten Band natürlich an. Denn das nächste Rezi-Exemplar war das Book Circle Buch für den Monat November. Ich habe zum ersten Mal mitgelesen, yay. Wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Im Dezember werde ich auf jeden Fall nicht mitlesen, denn da ist der 2. Band von Magisterium dran und ich habe nicht mal den ersten gelesen. Dementsprechend war das hier Black Blade, der 1. Band, Das eisige Feuer der Magie von Jennifer S. Depp. Auch dazu existiert eine Rezension, aber jetzt einmal allgemein. Es hat 353 Seiten und hat von mir 3 Sterne bekommen letztendlich. Ich habe in der Rezension noch gesagt 3,5 oder 3 Sterne, aber ich habe es dann doch auf 3 runtergekürzt quasi, weil es für mich einfach der Prototyp des durchschnittlichen Buches ist. Es war okay, es war ganz nett für zwischendurch, aber es hat mich absolut nicht vom Hocker gehauen oder in seinen Bann gezogen oder was auch immer. Ich fand die Ideen ganz nett, aber nicht zu Ende gedacht oder nicht zu Ende erklärt. Das war so ein bisschen schade. Es war teilweise so ein bisschen pubertär, ein bisschen zickig, unlogisch, also die Protagonistin, vor allem ihre Argumentationsweise. Es war auch teilweise so ein bisschen in dem Plot manchmal sehr glücklich, weil die Protagonistin manchmal sehr glücklich, weil sie über irgendwas gestolpert ist, was ihr dann super weitergeholfen hat. Und ja, das ist halt so typisch Jugendbuch. Es war halt so ein typisch mittelmäßiges, wie gesagt, Jugendbuch. Es ist okay. Ich kann es auch vielen weiterempfehlen, vor allem die Jennifer Estep Bücher gerne lesen. Aber es hat mich jetzt nicht so von sich überzeugt, dass ich jetzt unbedingt auf den nächsten Band warten würde oder sowas. Von daher ist es okay, kann man machen, muss man meiner Meinung nach, aber nicht unbedingt. Dann natürlich, den ganzen Monat hat mich dieses Buch begleitet, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes von Joanne K. Rowling. Es hat sich ein bisschen gezogen, ich hatte mir mehr erhofft und erwartet, dass hier
mehr Action durchs ganze Buch hindurch passiert, weil das ja auch in zwei Filme geteilt wurde und ich dachte, da passiert wirklich viel, aber eigentlich war das so typisches Harry Potter Buch, die meiste Zeit passierte nicht so viel, weil es ja ein ganzes Jahr beschreibt und in einem ganzen Jahr kann ja nicht jeden Tag irgendwas sehr Spannendes passieren. Aber es ging dann irgendwann los und dann passierte auch spannende Sachen und das Finale war einfach grandios, schockierend und total mitnehmend und traurig und trotzdem wundervoll gelöst und spannend, vor allem weil es auch teilweise ein bisschen anders war als im Film, was ich gut fand. Aber ja, die ganzen Tode von den Leuten waren natürlich nicht so schön, aber es hat es irgendwie auch spannender und ernsthafter gemacht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und den Epilog, das Ende, die 20 Jahre später oder was auch immer das war, fand ich nicht ganz so passend, aber trotzdem sehr schön. Es hat es einfach schön zusammengefasst und schönen Abschluss gegeben, auch wenn das jetzt zum Ton der restlichen Bücher nicht unbedingt ganz gepasst hat. Aber ja, ich kann es natürlich empfehlen. Es hat 767 Seiten und hat 4 Sterne wiederum gekriegt. Wie fast jedes Buch. Nur der zweite Band hat von mir, glaube ich, 4,5 Sterne gekriegt. Seltsamerweise. Ich weiß nicht, wieso der mir am besten gefallen hat. Aber so war's. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Und das letzte ganze Buch, das ich im Monat November gelesen habe, war Rosen und Seifenblasen. Der erste Band der Verliebten-Serie-Reihe von Sonja Kalblinger. Sieht so aus. Sieht auch ohne Umschlag echt toll aus. Dementsprechend kann ich so ein bisschen verschmerzen, dass der Umschlag nicht so toll aussieht, aber also bei mir nicht so toll, weil es so zerknittert ist, meine Güte. Es hat zwar 317 Seiten, aber es geht halt unheimlich schnell zu lesen, weil es auch ziemlich groß geschrieben ist und ja, es ging echt wirklich schnell. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Ich fand es sehr süß und sehr niedlich und all das. Es ist aber mehr so eine freche Mädchengeschichte. Also die Protagonistin Abby ist 14 und dementsprechend muss man halt damit rechnen, dass es sehr, sehr jung ist. Also dass sie jung ist und auch dementsprechend solche Handlungen ausführt und solche Gedanken hat. Und trotzdem hat sie sich teilweise ein bisschen auch älter verhalten, teilweise auch ein bisschen kindisch natürlich. Aber es ist echt sehr süß und rosa-rot wie dieses Buch und es hat mir einfach Spaß bereitet. Es ist jetzt nicht unbedingt zu vergleichen mit anderen Büchern, die 4 Sterne bekommen haben, weil wie gesagt, das ist für ein jüngeres Publikum. Es ist halt eine 14-jährige Protagonistin, aber dafür war es echt süß und niedlich und wer sowas sucht, der ist dabei gut beraten. Ich werde doch bald sicherlich den zweiten Band lesen, der steht nämlich schon hier und der da so schnell ging und ich es ganz süß und niedlich fand, wird da sicher bald auch dran glauben müssen, aber noch nicht im Dezember. Habe ich gesagt, 4 Sterne? Ja, ne? Ja. Damit war es mit den Büchern noch zu den 2 kurzen Kurz-E-Book-Geschichten. Die blende ich wieder hier ein. Und zwar war das zum einen Damon und Katie verloren von Jennifer L. Armentrout. Das ist so eine kurze Szene, die aus Damons Sicht spielt, die aber im dritten Band vorkommt. Das heißt, ihr müsst mindestens den dritten Band gelesen haben, bevor ihr diese Geschichte lesen könnt, denn sonst spoilert ihr euch wirklich extrem. Denn das ist die besondere Abschlussszene quasi des dritten Buches, das halt zeigt, wie das Buch endet. Und es ist die dramatische Szene von allen, der Höhepunkt. Und ja, lest diese Geschichte nicht, bevor ihr den dritten Band nicht gelesen habt. Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst könnt ihr den dritten Band vergessen, weil ihr schon wisst, wie es ausgeht. Aber ich fand es extrem gut. Ich fand es sogar irgendwie besser beschrieben als im Buch selber, weil es emotionaler war. Im Buch war es mehr so, also da war es ja aus Katies Sicht und Katie war einfach diese Szene irgendwie verloren. So würde ich es beschreiben, obwohl hier auch schon verloren steht. Aber sie war einfach, hat quasi aufgegeben. Ich weiß nicht, was ich sagen kann, ohne zu spoilern. Aber sie war halt da, hat versucht, ihre Emotionen so runterzuschlucken quasi.
Und Damon war in dieser Kurzgeschichte vollkommen anders. Er ist richtig ausgerastet, er hat richtig quasi geschrien und um sich geschlagen. Und ich fand es einfach schön emotional beschrieben und deswegen hat es mir unheimlich gut gefallen. Und deswegen hat diese Kurzgeschichte auch 5 Sterne gekriegt. Aber nur mit Verbindung mit der Reihe quasi. Wenn ihr das hier alleine liest, ohne irgendwie eine Verbindung zu der Reihe zu haben, könnt ihr damit nichts anfangen und dann hätte es wahrscheinlich auch keine 5 Sterne bekommen. Aber dadurch, dass ich halt wusste, was für eine Situation das war und wie das alles ausgesehen hat, haben es von mir 5 Sterne bekommen. Eine super, super, super liebe, süße Geschichte. Ist auch umsonst. Es hat auch nur 12 Seiten. Was will man für 12 Seiten von Geld? Geld erwarten. Auf jeden Fall ladet es euch runter, liest es euch kurz durch, falls ihr den 3. Band schon gelesen habt. Das lohnt sich. Und das letzte war eine Kurzgeschichte zu Christels Buch. Wo habe ich denn das Lesezeichen hier? Sommernachtswende von Christel hat. Also, Christel gehört zu den Bookstormern. Das ist so eine Vereinigung von Indie-Autoren. Und die haben eine Anthologie rausgebracht. Und zwar heißt diese. Anthologie steht hier jetzt gar nicht. Christmas Storm, glaube ich, blende ich euch mal hier ein. Und da hat Christel unter anderem auch eine kurze Kurzgeschichte, so heißt das Wort, zu diesem Buch rausgebracht, das zu Weihnachten spielt, nach diesem Buch. Das heißt, ihr müsst das hier schon gelesen haben, um die Kurzgeschichte in dem Band zu lesen. Und es geht halt darum, wie sie ihre erste Weihnachten zusammen feiern. Und das hat 19 Seiten gehabt und hat von mir 4 Sterne bekommen. Wer sich daran erinnert, ich habe diesem Buch 5 Sterne gegeben. Und dementsprechend fand ich die Kurzgeschichte ein bisschen schlechter, würde ich das jetzt nicht nennen, aber nicht so ganz so, wie ich es mir gehofft hätte. Also es waren einfach nur 19 Seiten, da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Es war für mich nicht alles komplett logisch durchdacht oder erklärt, weil einiges passiert ist, wo ich mir gedacht hatte, das war jetzt nicht so realistisch. Aber es ist halt eine Kurzgeschichte und es soll so ein bisschen den Spirit von Weihnachten rüberbringen und das hat es halt auch getan und deswegen hat es seinen Job super erfüllt und deswegen habe ich es auch ganz gerne gelesen. Und ja, es hat einem einfach die Charaktere nochmal wieder in Erinnerung gerufen und das fand ich schön. In dieser Anthologie sind natürlich noch so einige andere Kurzgeschichten und ich habe Christel auch schon gefragt, welches davon ich lesen könnte, ohne mich zu spoilern, weil ich sonst der anderen Bücher von den Autoren noch nichts gelesen habe. Und die gehören wahrscheinlich alle so zu diesen Büchern und dementsprechend spielen die wahrscheinlich alle nach den Büchern, so wie bei Christel auch. Deswegen habe ich sie mal gefragt, sie hat mir ein paar genannt, die ich lesen kann, ohne gespoilert zu werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die auch wirklich lesen will, weil ich weiß nicht, ob ich da so reinkomme. Wenn die alle nur 19 Seiten haben, dann ist ja nicht so viel mit Protagonistenvorstellungen und so. Und deswegen weiß ich nicht so, ob ich da reinkomme. Mal gucken, vielleicht will ich noch ein bisschen Weihnachtsstimmung haben. Dann lese ich vielleicht eine oder andere Geschichte, aber bisher habe ich das vielleicht nicht so vor. Und damit war es das auch mit meinem Lesemonat. Ich habe schon wieder fast 1/2 Stunde gelabert, obwohl ich mich kurz halten wollte. Deswegen jetzt ganz, ganz schnell. Wenn ihr schon irgendwas davon gelesen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Sagt mir auch gerne, was euer Monatshighlight vom November war oder auch Monatsflop, wenn ihr lieber darüber reden wollen würdet. Das würde mir vielleicht helfen, zukünftig, ob ich mir dieses Buch zulege oder nicht. Und ansonsten sage ich hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Bye, Leute!